Guten Morgen, meine Damen und Herren. An der Börse ist weiter Zurückhaltung angesagt. Der DAX startet 50 Punkte im Minus. Erster Kurs heute 12.149 Punkte. Die Anleger sorgen sich jetzt um die zunehmend schärfer werdende Kriegsrhetorik zwischen USA und Nordkorea. Und sehen wir vielleicht was Positives. Positive Impulse könnten kommen heute von einem Infrastrukturgipfel in den USA und vom ZDW-Index heute Vormittag. Bei den Unternehmen wartet die Lufthansa heute mit Verkehrszahlen auf und sie startet schon mal richtig gut nach einer Hochstufung von BNP Paribas. Schauen wir kurz auf die Vorgabenseite. An der Wall Street hatten die Kurse, die Gewinne nach Börsenschluss hierzulande etwas nachgegeben. Tokio ein Minus von 0,5%. Gleiches gilt für den Shanghai Composite Index. Wie gesagt, ein möglicherweise heute Infrastrukturgipfel in den USA. Es handelt sich um ein Gerücht, aber Donald Trump will sich wohl mit etwa 20 Managern aus der Industrie treffen. Er hatte ja im Wahlkampf angekündigt, $1 Billion zu stecken in ein Infrastrukturprogramm, also Flughäfen, Datenleitungen, Brücken, Straßen, all das. Und dazu braucht er Partner, dazu braucht er Geld und das soll heute entsprechend starten. Ja, und jetzt starten wir auch und zwar mit den wichtigsten Themen des Tages und schauen zunächst einmal bei Tesla vorbei. Tesla ist aufgestiegen am Kapitalmarkt zum wertvollsten Autobauer der USA. Man kommt seit gestern Abend auf einen Börsenwert von, jetzt kommt es, 50,887 Milliarden Dollar. Und General Motors produzieren zwar mehr Fahrzeuge, aber kommen eben nur auf einen Börsenwert von 50,886 Milliarden US-Dollar. Die Tesla-Aktie hatte in den letzten Wochen kräftig zugelegt. Allein gestern nochmal nach einer Hochstufung um etwa 3% ging es dann nochmal nach oben auf einen Rekordhoch von $312,39. So, viele Zahlen gab es. Es gibt noch ein paar mehr und zwar von Givaudan. Givaudan, das ist ein Hersteller, der weltgrößte Hersteller von Aromen und Duftstoffen. Hier hat man die Zahlen gehabt fürs erste Quartal und es waren Übernahmen, die hier kräftig angeschoben haben. Letztendlich ging es mit dem Umsatz um, wie erwartet, 7,7% nach oben auf 1,24 Milliarden Franken. Das Thema Übernahmen, wie gesagt, hat hier kräftig angeschoben, etwa die Hälfte. Und Givaudan blickt voller Stolz voraus und sagt, wir werden bis 2020 jedes Jahr im Umsatz wachsen und zwar um 5%. Jetzt noch die Zahlen des Tages. Der DAX startet heute mit, wie gesagt, 12.149 Punkten, etwa 0,5% im Minus. Der Dow Jones nahezu unverändert, da ging es 2 Pünktchen nach oben. Der Euro leicht unter Druck und der Goldpreis leicht im Plus. Und jetzt noch unser Börse Stuttgart TV Programmtipp. Heute geht es um die wichtigsten Themen am Anleihenmarkt mit Bianca Becker. Da drängt sich förmlich auf das Thema Pharma und Öl.